So, und weiter geht's mit einer neuen Runde auf Ghost Drive. Ich spiele halt mal tagsüber, wenn halt auch mal andere Spieler spielen und halt auch mal Buffs laufen. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht auch gar nicht mal so dumm. Also, man munkelt so, das ist sinnvoll. Genau. Ja, macht halt einfach Sinn, wenn man halt, wie gesagt, halt dann auch die ganzen Buffs mitnehmen kann. Halt hier, was haben wir hier? 30% mehr XP, 5% HP, gut, okay, sonst ist es egal. 5% PvE Damage ist nice. Ja, Legendary Weapons sind auch toll, aber ich denke nicht, dass ich hier was droppe. Penerat nochmal 20%, okay, und hier nochmal. Allstats 25%, okay, ja gut, das macht dann schon einiges aus, glaube ich. Genau, Upcut war aus, lol. Okay, jetzt schauen wir mal, was wir generell hier machen. 52.000. Die sind da noch ein bisschen zu hoch, oder? Ah, sind zu hoch, shit. Ja, die haben leider das Level Cap, also den Damage, das Damage Cap auf plus 10 angehoben. Und nicht mehr plus 14 oder plus 13. Deswegen macht das halt gerade so gar keinen Sinn. Wobei man dazu sagen muss, Levelgeschwindigkeit mit den ganzen Bonis und so und Buffs ist natürlich mehr als in Ordnung. Ich habe einfach nur eine Zeit lang gebraucht, um zu verstehen, dass es kein Master gibt, dass es kein Hero gibt, dass es kein, also Hero schon, aber dass es kein Master gibt. Und dass es Amplis gibt, die man billig kaufen kann und so. Und ja. Genau. Was kriegen wir momentan? 0,7 oder was? Ernsthaft? 0,7? Okay, also wir haben damals einfach nur so ineffizient gelevelt, dass ich halt auf Level 80 oder so 0,6, 0,7 oder so bekommen habe, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und 0,8 vielleicht, keine Ahnung. Und ja, gut, das war halt einfach nur ein bisschen Inkompetenz, aber mit den Buffs und mit Amplis, oder mit einem Ampli zumindest, sind die XP ziemlich geil irgendwie. Das gefällt mir aktuell. Also ich meine, so kann man halt leben, so kann man halt leveln. Ich weiß gar nicht, dieses... Okay, es bringt auch Spirit XP. Na, okay. Ja gut, dann werde ich wahrscheinlich das eher später nutzen, weil vorher macht es gar keinen Sinn eigentlich. Ich meine, warum sollte ich jetzt die Q-Amplis nutzen? Bringt eigentlich gar nichts. Ja, merkt aber auch schon, die Penas, also die Pena-Drops, die sind mittlerweile schon recht gut eigentlich. Also werden generell besser, glaube ich, aber halt eben auch durch das 20% Pena-Event. Das bringt schon einiges, glaube ich. Genau, jetzt brauchen wir noch 6 Level, dann können wir endlich farmen. Da freue ich mich wirklich schon mega drauf. Beziehungsweise, wait. Okay, bis 130, das heißt, man kann es immer farmen dann. Ja, aber 130, ach nee, 116, hups. 9 Level brauchen wir noch. Ah, trotzdem, ab 16 fahren wir das Zeug dann eben definitiv. Da muss ich sagen, da freue ich mich drauf. Also das wird lustig. Genau, noch kurzes kleines Update von meiner Spieleentwicklungsidee und so. Ganz kurz nur. Also ich bin immer dran. Es gab echt schon Leute, die mich angeschrieben haben und gefragt haben, ob ich noch weitermachen soll oder ob ich schon aufgegeben habe. Nee, natürlich mache ich noch weiter, das ist ja ganz klar. Also warum aufgeben? Ich will nicht sagen, dass ich aufgeben überhaupt nicht in Erwägung ziehe, in irgendeinem Punkt oder so. Ich meine, sowas kann immer passieren, aber nee, also da muss ich schon wirklich an den Punkt sein, wo ich mir denke, ich verstehe überhaupt nichts, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Dann gebe ich vielleicht auf, aber auch dann nicht so schnell und abrupt, sondern halt wirklich nach. Also wenn ich mir sicher bin, okay, ich habe auch keine Chance, das irgendwie zu verstehen in Zukunft, dann vielleicht, ja. Aber nein, also ich bin natürlich noch dran. Ja, aktuell ist es sehr, sehr viel Theorie einfach, sehr wenig Praxis bisher. Aber, beziehungsweise, ja, ich bin halt immer noch so bei diesem Landscaping und so, beim Mapping, da habe ich jetzt eigentlich weniger die Probleme, würde ich jetzt mal behaupten, beziehungsweise
Ich meine, ich habe schon hier und da mal in Flive Maps gemacht und auch in anderen Map-Editoren. Oh Gott, irgendwas hat sich gerade aufgehängt. Never mind, das war nur mein Octopi. Also mein Raspberry Pi, also die Raspberry Pi-Kamera, die hat sich irgendwie aufgehängt. Keine Ahnung warum. Ja, passiert manchmal, keine Ahnung. Genau, wie gesagt, halt Landscaping ist halt immer noch ein großes Ding. Und ja, was mache ich denn sonst eigentlich noch aktuell? Ja, C++. Ja. Einführung, sag ich mal. Ja, ich glaube, Einführung ist so, was es am besten beschreibt. Und ja, genau. Ach, warte mal, das Ding ist. Jetzt sehe ich es erst, jetzt, beziehungsweise jetzt verstehe ich es erst. Es ist hier ein goldenes. Ah, okay. Und was bringt das jetzt hier, wenn es golden ist? Das verstehe ich jetzt gerade nicht ganz. Okay, es ist golden. Es bringt Stats. Bringt das mehr Stats als die anderen? Weil Dex und STR ist ja normal. Also zwei Stats, meine ich, ist ja normal. Gibt es hier irgendein Wiki? Was sind Missions eigentlich? Okay. Wo ist das Ganze? Loot Tracker, bla 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 bla. Item Database. Legendary Golden Jojo. Was haben wir hier? 11/20/29/18. 11/20/29/18. Hä? Okay, ich kapiere es nicht. Also was ist jetzt, warum? Ne, ich verstehe es nicht. Was ist jetzt hier anders? Die Attack-Rate ist ja gleich wahrscheinlich. Zwei Stats ist auch gleich. Hä? Das ist doch 1:1 gleich, oder? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. So, XP, wir kriegen... Hä, 0,6%? What? Wir kriegen weniger XP als vorher? Nee, oder? Doch. Doch. 0,6%. Hä? But why? Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Wir haben doch gerade 0,7 bekommen. Also es ist halt egal, weil whatever, aber... Warum gibt es hier weniger XP? Das macht irgendwie keinen Sinn. Wo müssen wir eigentlich dann als nächstes hin? Müssen wir zum Knochenpfad oder was? Shadowa? Hä? Es geht bis 130, also wo zur Hölle müssen wir leveln? Ich hab keine Ahnung. Schauen wir dann einfach mal, wenn es was ist. Ich habe schon gehört, es gibt noch irgendwie eine Premium-Map, die man, glaube ich, kaufen muss oder so. Oder was auf Ghostflife? Fuck, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, es war Ghostflife. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Das ist hier Level-Up-Event, Stay-Connected-Event und Spirit-XP-Madness. Okay, also jetzt zu leveln wäre wahrscheinlich sinnvoll. Am besten den ganzen Tag durchsuchten oder so. Naja, irgendwie so eine Richtung. Nee, meine natürlich jetzt nicht. Nee, also ich bin momentan, falls euch fragt, was ich momentan so zock. Ich bin schon so ein bisschen am Punkt, wo ich aktuell wirklich am Strugglen bin, weil ich habe viele neue Games gekauft und ich bin von denen einfach immer wieder enttäuscht. Das ist einfach nur noch Abfuck. Aber was ich momentan wirklich aus Verzweiflung schon wieder zockt mit einem Kumpel ist Farm Simulator. Also Landwirtschaftssimulator. Ich meine, zu zweit macht Spaß. Es ist halt ein Coop-Game und ist nicht, weil das Game so grandios ist, sondern weil man halt einfach zusammen im Coop-Modus halt einfach was machen kann. Und daran hapert es halt gerade irgendwie bei vielen Games irgendwie. Ja, habe ich glaube ich letztens schon erwähnt. Was noch? Dying Light habe ich gestern angefangen. Dying Light 2 mit einem Kumpel. Der hat noch nie Dying Light gespielt und glaube ich war relativ positiv überrascht vom Game auch. Ich meine, grafisch ist er wirklich mega gut. Die Story ist interessant. Und ja, es ist insgesamt halt wirklich eines der richtig guten Games eigentlich. Also ich würde mal behaupten, es ist so qualitativ so mit Red Dead Redemption 2 vergleichbar. Etwa.
Ja. Und ja, wir haben auf alle Fälle gestern ganz gut Spaß gehabt. Natürlich haben wir erstmal angefangen, Sekunde, ganz kurz mal die mal statten. Haben wir erstmal angefangen, den Prolog zu spielen. Der ist, glaube ich, 2 Stunden lang. Keine Ahnung, keine Sorge, ich spoilere jetzt nichts. 2 Stunden Prolog, den kann man eben nicht im Coop spielen. Die haben wir dann eben parallel gespielt. Und genau, dann glaube ich, eine Mission haben wir noch angefangen, allein. Und zusammen meine ich dann. Oh Gott. Und ja, genau. Das war es dann eigentlich erstmal. Das waren auch dann 2,5 oder 3 Stunden. Dann war es schon irgendwie 11:30 oder so. Oder manche sagen 9:30. Nee. Genau. Ja, auf alle Fälle ganz witzig. Freue mich auch wieder aufs Weiterspielen. Und ich bin auch schon so ein bisschen Achievement Hunter geworden an Steam. Und mit dem letzten Freund, wo ich es gespielt habe, da haben wir, glaube ich, nur 17 oder 20 Stunden gespielt. Was halt für Dying Light 2 halt einfach gar nichts ist. Und freue mich schon drauf, einfach weiterspielen können und auch weiterkommen können und werden. Und ja, da freue ich mich drauf. Wird lustig. Ja, Levelgeschwindigkeit ist, by the way, echt sehr in Ordnung. Ich bin halt mittlerweile irgendwie so in so einem Rush immer. So, das ist ein, ich weiß es nicht. Es ist natürlich einerseits sinnvoll, wenn ich halt versuche, die Folgen halt immer so interessant wie möglich zu gestalten. Und immer so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Das Problem ist einfach nur, es ist halt live. Ich kann halt nicht raus. Also ich meine, ich kann hier nicht irgendwie 3 Stunden spielen offscreen und dann das irgendwie zu 15 Minuten zusammenfassen. Das klappt halt irgendwie nicht. Also ich meine, müsste ich halt so viel spielen für jede Folge immer, das wäre halt irre. Das klappt halt einfach nicht. So viel Zeit habe ich gar nicht mehr. Und deswegen, ja, das, ich glaube, ich bin schon seit vielen Jahren irgendwie so, dass ich mir so denke, so, ja, könnte schneller gehen und dann, weiß ich nicht, ich will mehr Neues zeigen und so, aber ich glaube, das ist einfach die falsche Einstellung. Ich glaube, ich muss einfach ein bisschen ruhiger werden und ein bisschen entspannter und einfach, ja, wirklich nach und nach in Ruhe alles machen, alles durchspielen und ja, einfach so dahin machen. Das, glaube ich, ist echt voll in Ordnung dann. So, 109. 47k Damage, ja. Damage-mäßig läuft so ganz gut. Ich frage mich übrigens immer noch, warum diese Gigs 130 sind und was die dann mit 130 droppen. Ob man dann irgendwelche Waffen farmen kann oder so, wäre echt ganz witzig. Also witzig zu wissen. KHP schon, okay. Nimmt man halt so mit. Alter, mich regt gerade immer noch auf, dass ich so große Boxen gekauft habe. Es ist halt so übertrieben. Es macht halt keinen Sinn vor allem. Also die sind, ich meine, ich habe 40 Quadratmeter Zimmer und die Boxen sind, wie gesagt, 20 mal 15 mal 20 oder mal 25 oder so irgendwie. Was weiß ich, das sind halt riesen Dinger. Also wenn ich die auf den Tisch stelle, dann habe ich keinen Tisch mehr. So, wortwörtlich. So fett sind die da einfach. Und ich hocke im 14 Quadratmeter Zimmer, das heißt, halb so groß und die Hälfte von Bass und Co., das würde absolut reichen, aber ja, mitdenken ist nicht meine Stärke manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir das gar nicht so vorgestellt. Ich dachte mir so, ja, so 20 mal 20 mal 20 ist ja nicht so groß. Also, es klingt halt irgendwie auch klein gefühlt. Also ja, 20 mal 25 mal 15 oder whatever. Aber trotzdem, es klingt halt gar nicht mal so riesig irgendwie. Aber wenn du die dann in so einem Zimmer stehen hast, dann denkst du halt auch so, ein bisschen too much vielleicht.
Ach ja. Wir ziehen ja um. Vielleicht kriegt er ein größeres Zimmer. Schauen wir mal. Ach, by the way. Letztens wurde ich zugeflamed. Alter, also ich meine, ich habe schon verschiedene Sachen erwartet. Aber dass mich Leute zuflamen oder auch wirklich persönlich beleidigend werden, habe ich dann irgendwie doch nicht erwartet. Also, da hat mich einer mehr oder weniger beschimpft, weil es mir angeblich nur ums Erbe ging. Das Erbe ist noch so weit weg. Das Erbe ist noch locker 20, 25, vielleicht sogar noch mehr Jahre entfernt. Also, nee, ich fange gar nicht an damit. Es ist einfach dumm. Es ist einfach nur komplett stupid. Es ist so, es ging halt einfach von vornherein darum, um eine persönliche Verkleinerung, eine Verschlechterung halt von einem Haus zu einer Doppelhaushälfte, von 800 Quadratmeter Garten zu möglicherweise gar keinen Garten, zu der Möglichkeit, dass man eben einen Hund hat oder Hund haben kann, den man im Garten rauslassen kann, zu, dass man vielleicht einfach keinen Hund mehr haben kann, weil dann einfach, naja, einen Hund zu haben ohne Garten ist halt einfach, klar, ist machbar, aber wenn du halt alle 3-4 Stunden, also wenn man einen kleinen Hund, dann musst du öfter einfach raus. Ich will jetzt halt nicht alle 3-4 Stunden mit dem rausgehen, das will ich halt einfach nicht. Ich habe auch gar keine Zeit und bin auch nicht immer da, und wenn ich jetzt gerade irgendwie im Skifahren bin, dann will ich mich nicht irgendwie einschränken und so, ah fuck, Hund zu Hause. Oder wenn ich nach dem Skifahren komme, dass ich dann sage, so, oh fuck, erst mal raus mit dem Hund und so. Ich meine, ja, ist kein Weltuntergang, aber es ist ein First World Problem, absolut. Oder sogar mehr als ein, oder weniger als ein First World Problem. Aber wenn man es halt einmal hat und so, man will es halt einfach nicht hergeben. Das ist halt so das Ding. Und darum ging es mir halt. Und ja, natürlich, wir haben eine super Lage. Das neue Haus oder Haushälfte wird halt eine schlechtere Lage sein. Und das sind halt die Sachen, worum es mir eben so ging. Und eben auch die Perspektive, dass wir einfach gar nichts finden. Und ja, Geld auf dem Konto ist dann zwar nett, aber wenn du dann irgendwie zur Miete wohnst und einfach dauernd diesen Druck im Nacken hast, weil du denkst, fuck, 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 Inflation, ich habe Hunderttausende von Euro auf dem Konto, jedes Jahr verliere ich 50.000 Euro oder so an Inflation oder so, oder 10 oder 100.000 Inflation, darum ging es mir halt. Und ja, ich glaube, dass vielleicht habe ich es einfach auch schlecht rübergebracht und so. Es ist halt einfach, ich meine, gut, der Titel war natürlich jetzt ein bisschen falsch gewählt vielleicht. So, also auf dem Weg oder auf dem besten Weg alles zu verlieren ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben. Aber natürlich, das Haus halt zu verlieren, damit habe ich halt gemeint, halt, ja, wo ich halt einfach alles verlieren, Anführungsstrichen. Oder wo wir halt alles verlieren. Weil wenn wir halt kein anderes finden, dann haben wir es halt im Prinzip verloren. So, wisst ihr, was ich meine? Wenn es jetzt ein 1:1 Tausch ist, der wirklich feststehen würde, dann wäre nichts verloren. Natürlich, es wäre eine Verschlechterung, eine Verkleinerung und so, aber es wäre jetzt kein Totalverlust. Nur ich sehe es halt so, wenn wir es verkaufen und kein anderes Haus dafür kriegen, keine andere Haushälfte, wenn wir nichts dafür kaufen können, dann ist es halt so aus meinen Augen halt ein Totalverlust. Wenn auch nur temporär, aber es ist halt irgendwie eine Art von, ja, schon Verlust einfach. Ich weiß es nicht. Aber ja, natürlich lassen wir die Leute kommen und, oh Gott, warte mal, habe ich hier, ups, ha, nice. So, jetzt ist es besser. Ja, dass die Leute kommen und dann wirklich direkt persönlich werden und mich irgendwie dann beleidigen, du Spast und keine Ahnung. Ich, come on, muss halt irgendwie nicht sein. Ich meine, es ist, ich nehme jetzt sowas nicht persönlich und so. Ich war früher selbst ein ziemlicher Flamer, wissen die meisten schon. Und deswegen nehme ich das jetzt irgendwie kein, so nicht persönlich oder so. Also, ja, whatever. Also, ich hab mich damals mit so vielen Leuten dann irgendwie gebattelt und wo wir das gegenseitig geflamed haben und so. Also, ist mir halt, lässt mich halt wirklich ziemlich kalt. Aber, naja, ich meine, das Ding ist halt so, ich bin es halt gewohnt, wenn man sich flamet, dann halt eben wegen Dingen, die halt eher ein bisschen Substanz haben. Zum Beispiel,
du bist scheiße im Game oder warum campst du oder warum spielst du Teemo? aber halt nicht sowas wegen, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich meine, wie gesagt, ich verstehe natürlich, wenn halt Leute halt sagen, ja, ich, keine Ahnung, ich bin halt aktuell in einer beschissenen Situation, kein Job mehr, irgendwie 30 Quadratmeter Wohnung für 500, 600 Euro oder so, dann verstehe ich es natürlich schon, dann ist es natürlich absolutes Luxusproblem. Aber man muss auch bedenken, es ist halt die Verschlechterung und Verkleinerung, die man halt einfach eingeht, und es ist vollkommen egal, wenn du in einer 1000 Quadratmeter Villa wohnst, dann, und du musst eine 500 Quadratmeter Villa ziehen, die immer noch krass ist, aber dann ist es halt einfach trotzdem eine riesen Umstellung erstmal. Wenn du halt eben perspektivisch vielleicht gar nichts findest, dann ist es halt nochmal um Welten schlimmer. Und ja, wie gesagt, Hauspreise und so, viele sagen 400, 500.000 kosten bei denen wirklich sehr gute Häuser, ist bei uns nicht. Für 400, 500.000 kriegst du Bruchbuden ohne Garten. Für 800.000 kriegst du immer noch sanierungsbedürftige Häuser mit kleinem Garten. So ist es einfach bei uns. Genau.